Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 Online und heute zeigen wir euch mal einen Unsichtbarkeitsglitch, der mit zwei Varianten funktioniert. Und man braucht eben einen persönlichen Cargo Bob, also man muss ihn bei Pegasus kaufen und man braucht noch einen Hangar, wo man den dann reinfährt. Okay, also euer Freund, also das ist jetzt praktisch das Auto von meinem Freund, wo ich gerade drin sitze, und das ist mein Cargo Bob. Ihr braucht MC President, und wenn euer Freund da drin sitzt, lagert ihr das Fahrzeug ein, so dass euer Freund praktisch rausgeschmissen wird und wir werden mit unsichtbar. Gizmo ist jetzt in diesem Fall verreckt. Und dann sieht man so aus. Das sieht man aber nur, wenn man der Fahrer ist. Also Gizmo würde das jetzt nicht sehen, meine Figur. Die ist auch unsichtbar. So Leute, da bin ich wieder. Also jetzt kommt die zweite Methode. Jetzt macht ihr euren Freund unsichtbar. Also jetzt seid ihr praktisch der Cargo Bob. Der muss euch gehören. Und ihr fliegt, der hakt jetzt euren Kumpel erstmal ein. Gizmo, fahre kurz unter meinen Haken. So, aber auch, dass du ja eingehakt wirst. Ich bin hier drin. Ja. So. Und jetzt fliegt ihr eben wie beim ersten Mal in die Luft. Ihr braucht jetzt auch wieder einen MC President. Freund. Okay, jetzt springt ihr raus mit Y oder Dreieck und spammt X oder A. Und tada, euer Freund ist auch unsichtbar. Und Gizmo, fahr da mal ganz kurz zu mir. Ich will demonstrieren, dass man auch die Figur gar nicht sieht. Also auf der Minimap sieht man euch noch. Aber hier. Bei mir sieht man die Figur. Ja, ich weiß. Ist das nur bei dir so? So, also man sieht da, hier ist jetzt nichts. Ich kopf noch mal einen kurzen. Au, oh, hör auf. Komm mal ganz kurz zu mir. Warte, ich will was ausprobieren. Und eben, wenn es kaputt geht, wird es nämlich automatisch sichtbar. Und ja, also habt noch einen schönen Tag und ciao.